Hi Leute, ich bin so eine Wurst. Ich habe 10 Minuten lang gelabert und gelabert und gelabert und dann sehe ich auf einmal, dass ich gar nicht aufnehme. Wie geil ist das denn? Das kann ich den ganzen schon vorne machen. Ah, ich bin so eine Pflaume, ey. Hallo, ich hoffe, ihr hattet alle frohe Ostern und schöne Feiertage und genießt noch so ein bisschen die Ferien und das schöne Wetter. Ich war ein bisschen krank, daher so lange kein Video. Ich bin immer krank. Ja, und zwar möchte ich euch dieses Schätzchen nochmal vorstellen. Ich hatte das ja in meinem letzten Video kurz angeschnitten. Und da habe ich anscheinend nicht ausführlich genug darüber berichtet, weil ganz viele mich gefragt haben, ob ich da nochmal explizit ein Video drüber drehen kann. Und das möchte ich dann auch tun. Ja, es geht um den Chanel Bronzer. Das ist der, oh mein Gott, Bronze Universelle Embellissement Effet Bronzing Make-up Base. Ich kann echt super Französisch, wie ihr merkt. Hatte ich nie in der Schule. Ich hatte immer Sovi. Soleil, Teint de Chanel, bla, also große Bildungslücke. Ich weiß nicht, wie man den Chanel Bronzer ausspricht. Ja, das Ganze sieht so aus. Also kommt halt in so einer Verpackung. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sieht so aus. Das ist so eine harte Konsistenz. Nicht mußig, sondern noch härter. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wie so Schuhpaste. Ich habe mir das auch ein bisschen pudriger vorgestellt, ist es aber nicht. Ja, wenn ihr da so ein bisschen mit dem Finger drin rumrührt, dann wird das auch weicher und ja, ich mache euch mal einen Swatch. Ja, so sieht das Ganze aus. Es lässt sich sehr, sehr schön verteilen. Hat einen leichten Orange-Einschlag, was ich nicht schlimm finde, denn auf der Haut im Gesicht, wenn man das dezent anwendet, ja, das verschmilzt so richtig schön mit der Haut und dann habt ihr nicht irgendwie das, dann sieht die Haut einfach nur aufgewärmt aus. Also es sieht wirklich so aus, als hätte die Sonne die Haut so ein bisschen aufgewärmt und nicht irgendwie, als hättet ihr Puder drauf oder sonst was oder Bronzer. Sehr, sehr schön. Der Geruch ist sehr angenehm. Viele lieben den Geruch ja so. Ich finde den auch okay. Aber haut mich jetzt nicht so aus den Socken. Hat ein bisschen was von Nivea-Creme, finde ich. Ja, Kostenpunkt 40 Euro. Ist auch, glaube ich, nur eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Müsstet ihr mal gucken. Ich bin der Meinung, die 40 Euro sind es wert. Ich würde ihn mir auch wieder kaufen. Was heißt wieder kaufen? Also, ich habe ihn geschenkt bekommen, aber ich würd ihn mir auf jeden Fall nachkaufen. Was gibt es noch dazu zu sagen? Also, was mich so ein bisschen stört, ist, dass meine Pinselhärchen immer da drin bleiben. Und ihr fragt mich ja immer, mit welchem Pinsel ich das mache. Und weil viele von euch den wohl auch haben und damit nicht zurechtkommen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt nicht so das Problem mit. Ich komme da gleich zu. Was ich noch sagen wollte, der mattiert nicht. Also, der hat auch keinen Glitzer oder sowas, aber der mattiert auch nicht. Also, das ist schon so, dass ich, also ich zumindest danach nochmal abpudern muss. Sorry, die Hintergrundgeräusche, ignoriert sie einfach. Also, ich muss danach auf jeden Fall nochmal abpudern. Sonst glänzt mir das zu sehr. Wenn ihr eine trockene Haut habt, funktioniert das super. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, funktioniert dann nicht einfach ein etwas dunkleres Mousse-Make-up oder ein normales Make-up? Kann ich jetzt so in der Form nicht beurteilen, weil ich finde, dadurch, dass man das mit dem Pinsel aufträgt, lässt sich das richtig schön partiell da auftragen, wo man das gerne gerade hätte. Also es ist nicht dann so eine Fläche, sondern man kann das richtig schön schichten und damit richtig schön arbeiten. Ich glaube, das kriegt man mit einem Make-up nicht so gut hin. Also wie gesagt, finde ich sehr, sehr schön und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde ihn mir auf jeden Fall nachkaufen. So, mit welchem Pinsel mache ich das? Ich mache das sehr, sehr gerne mit diesem Moonlight-Pinsel von Essence. Ich mache das aber auch sehr gerne mit meinem Zoeva-Pinseln, mit diesen Synthetik-Pinseln. Ich habe keine MAC-Pinsel mehr fürs Gesicht, deshalb weiß ich nicht, ob das damit funktioniert. Das geht aber auch mit dem RDL sehr gut. Damit habe ich das auch schon gemacht. Damit funktioniert das auch. Also ich bin da nicht ganz so empfindlich oder wie auch immer wählerisch. Das funktioniert für mich mit fast jedem Pinsel. Das funktioniert auch sehr, sehr gut mit diesen Flat-Top-Kabukis. Warte Also mal. zum Beispiel hiermit funktioniert das sehr, sehr gut. Das ist jetzt einer, den habe ich mal geschenkt bekommen. Der ist aus dem Internet aus Amerika. Ich weiß es nicht. Gibt es aber inzwischen auch überall. Damit funktioniert das sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich mache das mit diesem stinknormalen Essence Moonlight Pinsel. Was ihr nicht damit gut machen könnt, ist jetzt hier so diesen und da drin rumrühren wie in einem normalen Puder und dann schön überall im Gesicht. Ich mache das immer so. Also ich datche den da immer so rein. Mehrere Mal und dann sieht man schon so vorne an den Pinselspitzen ist ein bisschen was drauf. Ihr könnt damit auch schlecht überdosieren. Also da der so fest gepresst ist, werdet ihr da kaum überdosieren mit. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit diesen hier macht, dann schon eher. Dann habt ihr da schon eher was drin hängen und dann habt ihr das auch irgendwie ungleich im Pinsel verteilt. Also es ist dann irgendwie, ja, würde ich nicht so machen. Also ich mache immer diesen und dann, ja gut, jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu viel drauf.
fange ich bei den Wangen an. Das funktioniert auch sehr, sehr schön als Rouge, wenn ihr mal keinen Bock auf Bronzer im ganzen Gesicht habt. Das ist ja auch wahrscheinlich eher was, was man nur so zum Konturieren verwendet. Aber ich mache das ja im ganzen Gesicht, also als Rouge übers komplette Gesicht. Also ihr seht schon, mattieren tut das nicht. Hat eine leichte Deckkraft, also wenn ihr das nur so macht, wenn ihr das nur so stippelt, dann hat das nur eine ganz leichte Deckkraft. Sieht man jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber jedenfalls mache ich das so und ja, es dauert ein bisschen, bis dann nehmt ihr wieder ein bisschen auf von dem ganzen, von dem guten Zeug und dann geht's weiter. Hier schön konturieren. Ja, und so mache ich das halt. Und ja, es dauert ein bisschen länger als mit normalem Bronzer, aber das Ergebnis ist sehr, sehr schön. Und dann pudere ich immer noch mit einem mattierenden Puder ab. Ja, und dann funktioniert das für mich sehr, sehr gut. Ihr könnt auch, damit lässt sich sehr, sehr schön Creme Rouge verarbeiten. Also das verschmilzt quasi miteinander richtig schön. Ja, welchen Pinsel ich mir jetzt gekauft habe, um zu gucken, ob das damit funktioniert, ist der Alverde. Ich weiß gar nicht, ist das eine LE oder Puderpinsel? Ist der jetzt im Standardsortiment? Das könnt ihr mir ja mal sagen. Den habe ich mir jetzt geholt, weil ich das Gefühl hatte, der könnte auch gut funktionieren. Ich habe den jetzt noch nicht gewaschen, da möchte ich jetzt ungern mit rein. Also ich werde mal berichten, ob das damit auch funktioniert. Aber wie gesagt, das ist nur ein bisschen Übung. Das funktioniert wirklich mit jedem popeligen Pinsel. Also da müsst ihr euch jetzt nicht irgendwie für 40 € noch einen Pinsel extra verkaufen. Ja, und wenn ihr sowieso nur damit die Wangen konturieren wollt oder so ein bisschen als Rouge oder was weiß ich, dann funktioniert das sowieso mit jedem Pinsel. Also ich finde, das ist ein sehr unkompliziertes Produkt. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Hab da nichts zu beanstanden, außer dass halt die Pinselhaare immer hängen bleiben. Aber gut, damit kann ich leben. Ja, und das ist halt nicht mattiert, finde ich ein bisschen schade. Aber es ist kein Glitzer drin. Das wollte ich nochmal dazu gesagt haben, weil ich ganz, ganz oft gefragt wurde. Es ist absolut matt. Sieht man vielleicht auf meiner Haut auch nochmal. Nee, sieht man nicht. Es ist absolut matt und ja, selbst wenn euch das im Pott, also als ich das erste Mal aufgemacht habe, hatte ich auch das Gefühl, oh, das hat aber einen starken Orange-Einschlag. Ist aber nicht so. Also auf der Haut im Gesicht sieht das auch nicht so aus. Meine Freundin hat den auch und bei ihr sieht das so genial aus, wenn sie den trägt. Sie hat den im kompletten Gesicht immer drauf und das sieht sehr, sehr schön aus. Liebe Lena, hiermit bist du gegrüßt. Sorry. Ja, also. Ich kann das echt nur empfehlen. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt alle losrennen müsst und euch das kaufen müsst. Das ist kein Muss. Ich wollte nur für diejenigen, die ihn eh schon haben und keine Verwendung für finden, wollte ich nur mal so einen kleinen Denkanstoß, einen kleinen, ja, Anstoß bieten, geben, wie auch immer, dafür, wie man das vielleicht verwendet oder was auch immer. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Ihr könnt mir ja mal berichten, wie ihr den so findet. Also ich kenne wirklich niemanden, der ihn nicht mag. Selbst die Leute, die am Anfang sagten, nee, ist nicht so meins, finden ihn inzwischen phänomenal. Also das ist echt so ein Daumen-hoch-Produkt, wirklich. Ja, meine Süßen, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Berichtet mir, ob ihr den Bronzer auch habt. Oder mit welchem Pinsel ihr das verwendet, vielleicht für die anderen, dann können die auch nochmal eure Kommentare lesen. Dann ist der ein oder andere hilfreiche Tipp vielleicht auch nochmal dabei für meine Mädels. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!